Ich bin ja mit einem Thema beschäftigt, wo die Wissenschaft eine große Rolle spielt. Das ist also die sogenannte Klimapolitik. Und hier zeigt sich also sehr klar, dass die Politik eine bestimmte Meinung hat und dann letztendlich nur die Wissenschaftler zu Wort kommen lässt und letztendlich auch die Expertisen und Studien der Wissenschaftler, die ihrer Meinung nach richtig sind, beachtet. Und kritische Stimmen komplett ausklammert. In Extremwetter wie Stürme, Überschwemmungen, Dürren etc. nahmen laut offiziellen Wetterseiten nicht nur nicht zu, sondern in vielen Teilen der Welt im Trend sogar ab, obwohl die CO2-Emissionen stiegen und immer noch steigen. 2 ppm pro Jahr circa. 30 Jahre, in denen das IPCC der Wissenschaft vorschrieb, nicht nur woran sie zu forschen hätten, sondern auch welches Ergebnis man erwartet, nämlich wissenschaftlich zu belegen, dass der Klimawandel gefährlich, weil riskant sei und vor allem, dass er von Menschen gemacht würde. Genau so steht es im Mandat des IPCC. Und was tun einige Wissenschaftler, wenn es um Milliarden und Abermilliarden geht, für ihre Forschung geht und unter Klimawissenschaftlern gehäuft vorkommt? Sie forschen nach der Devise: Wes Brot ich ess, das Lied ich sing. Ja, ich war ja über 30 Jahre Polizist und als Polizist muss man sich tagtäglich mit Problemen verschiedenster Art immer lösungsorientiert auseinandersetzen. Dieses lösungsorientierte Handeln bringt einen natürlich dazu, dass man nie des Streits wegen diskutiert, sondern immer sagt, okay, am Ende dieses Streits oder am Ende dieser Diskussion muss eine Lösung kommen. Typisches Thema, was ich bearbeite Klima. Da gab es zum Anfang schon Diskussionen auch, ob man, also wie man sozusagen dieses Thema behandelt. Ob man sagt, okay, wir wissen, das ist falsch, was ihr sagt und sagen das auch ganz klar, auch den Bürgern draußen. Oder ob wir beginnen mit Zweifel sehen und nicht ganz so eine stringente Meinung. Und letztendlich habe ich mich glücklicherweise dort unter Umständen auch deswegen, weil ich vielleicht ein bisschen Überzeugungskraft habe, aber auch durch gute Argumente, haben wir uns dazu entschlossen, letztendlich dem Grundsatzprogramm zu folgen und dann auch wirklich diese Klimapolitik konsequent in Frage zu stellen. Und nicht einfach nur Zweifel sehen, sondern wirklich sagen, nee, das, was ihr macht, ist nicht richtig und deswegen haben wir hier eine fundamentale Opposition. Die haben wir nicht überall, aber bei dem Thema schon. Und natürlich sind auch Solaranlagen, die Thema dieses Antrags sind, nicht geeignet, ein Industrieland wie Deutschland sicher mit Strom zu versorgen. Darum geht es den grünen bemäntelten Neosozialisten auch gar nicht. Sie möchten lediglich erstens, dass sich ihre Lobbyfreunde aus der Solarbranche mit dem Geld der hart arbeitenden Menschen auch weiterhin in viel größerem Ausmaß die Taschen vollstopfen. Und zweitens nutzen sie die ideologisch motivierte Energiewende mit ihren planwirtschaftlichen Elementen als Vehikel, um gemeinsam mit den Genossen von SPD und SED dem Ziel der nächsten, dann dritten sozialistischen Diktatur auf deutschem Boden einen Schritt näher zu kommen. Es geht also um Geld, um viel Geld und um eine grundlegende Transformation unserer Gesellschaft. Und liebe Landsleute, es geht hier nicht um irgendjemandes Geld. Es geht um Ihr Geld, das nicht dafür verwendet wird, um Deutschland wieder zu einem großartigen Land zu machen, sondern um es schlussendlich zum Schafott zu führen. Und das ist mit der AfD nicht zu machen. Vielen Dank. Ich würde mir wünschen, dass die Politik, zumindest also diejenigen, die in Regierungsverantwortung sind, sich wirklich eine Meinung bilden, die von vielen verschiedenen Wissenschaftlern, die aus verschiedenen Blickwinkeln auf ein Thema schauen, dass sie sich von denen lenken lassen und nicht letztendlich nur eine Seite anhören, sondern eben auch die kritischen Stimmen anhören. Also das wäre mein großer politischer Wunsch und dann wäre, so wie es George Orwell sagt, wenn 2 plus 2 4 ist, dann ergibt sich alles andere von selbst.